Moin, hier ist Joost von Plastidip Europe. Heute geht es mal nicht um die Verarbeitung von Plastidip, sondern um ein paar Grundlagen in der Arbeitsvorbereitung. Also wie ich das Plastidip vernünftig aufrühre, wie ich Farben hinzufüge und wie ich es verdünne, wenn ich beispielsweise eine sprühfertige Mischung haben will. Manchmal, wenn ihr anruft, gehe ich ans Telefon und dann nehme ich eure Fragen einfach mal mit und mache ein Video draus. Und genau darum geht es heute mal. Ich habe ein paar Fragen gekriegt zum Thema Verarbeitung von Plastidip und da habe ich einfach mal ein paar Sachen aufgenommen und die besprechen wir mal ganz kurz. Wenn ihr ein gutes Ergebnis haben wollt im Umgang mit Plastidip, also egal ob ihr das nun taucht oder streicht oder sprüht, muss das Plastidip vernünftig durchmischt sein vor der Anwendung. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe mal hier als Beispiel eine von unseren großen Industriegalonen mitgebracht. Da sieht man das ein bisschen besser. Wenn man die öffnet, dann kann man sehr gut erkennen, das Plastidip hat sich ein Stück weit entmischt. Also oben ist das eigentlich fast transparente Plastidip und die ganzen Pigmente haben sich so am Boden der Dose abgesetzt. Und deswegen muss das Ganze jetzt vernünftig durchgerührt werden. Ich habe hier mal im Beispiel so einen Rührkorb genommen. Ihr könnt es auch mit einem unserer Holzlöffel machen, aber mit so einem Rührkorb am Akkuschrauber geht es einfach besser. Jetzt ist das Ziel der Übung, dass wir ungefähr 5 Minuten lang das Ganze durchrühren, damit das Verhältnis wieder zwischen den Pigmenten und dem Plastidip stimmt. Die Pigmente sind ein Stück weit schwerer als das Plastidip, deswegen setzen die sich eben unten am Gebinde ab und deswegen müssen wir es aufrühren. Es reicht nicht, wenn man jetzt nur das obere Drittel aufrührt, dass das sozusagen transparente wieder verschwindet, sondern man muss wirklich auch mit dem Rührkorb ganz unten rein und das versuchen hochzuholen. Das ganze Aufrühren dauert etwa so 5 Minuten und ihr geht am besten auch öfter wirklich bis unten an den Boden vom Gebinde. Und wenn das Ganze so schön durchmischt ist, dann läuft das eben ohne Streifen sehr homogen und gleichmäßig vom Rührkorb runter. Was man eben sehr schön gesehen hat, ist, dass das Plastidip eigentlich transparent ist und erst durch das Hinzufügen spezieller Farbpigmente bekommt das Plastidip seine Farbe. Und das schauen wir uns mal im nächsten Beispiel an. Ihr könnt ja bei uns im Shop verschiedene Farbtöne auch nach RAL-Norm bestellen. Und die kommen dann immer als separate Tints und als Plastidip transparent an. Und das ist gar nicht so kompliziert, das Ganze einzurühren. Dazu müssen wir einfach erstmal die Galone aufhebeln. Und dann hebeln wir auch das Konzentrat auf und mischen das vernünftig durch. Ich nehme dazu einfach hier unseren Holzlöffel. Den haben wir eigentlich bei allen Lieferungen mit dabei. Und mit dem rühren wir, wie gesagt, zuerst die Dose auf und geben die dann langsam in das transparente Plastidip. Von der Menge her könnt ihr mit einer so einer Dose Tints etwa eine Gallone bis 5 Liter Plastidip-Konzentrat mischen. Das heißt, also man hat nachher auf 4 Liter etwa 200 Gramm von den Farbpigmenten. Und diese Farbpigmente sind übrigens nicht irgendwelche x-beliebigen Lackpigmente, sondern das sind spezielle Pigmente für Flüssigkunststoffe. So, und dann nehmen wir wieder unseren Rührkorb und mixen das Ganze durch. Und ihr seht, das dauert einen Augenblick, das Ganze zu durchmischen. Das liegt daran, dass das Plastidip sehr zähflüssig ist und wir eben einfach eine gewisse Zeit lang brauchen, bis wir eine vernünftige homogene Mischung brauchen. Mit so einem Holzlöffel braucht ihr auch etwa 5 Minuten. In dem Falle geht es mit einem elektronischen Rührkorb etwas schneller, aber ich denke mal so 2-3 Minuten braucht ihr in jedem Falle. Ich spule einfach mal vor. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Ist eine schön homogene Mischung, ähnlich wie wir das bei dem Weiß eben hatten. Jetzt halt eben in Blau und als zugerührtes Farbkonzentrat. In meinem dritten Beispiel geht es mal um das Verdünnen von Plastidip, also um eine sprühfertige Mischung herzustellen, um entweder mit einer Lackierpistole oder mit einem Wagner oder Erlex Sprühsystem nachher zu arbeiten. Wir haben im Shop ja bei uns nicht nur das sprühfertige, sondern etwas günstige eben auch diese Sets, die bestehen so aus einer Gallone Konzentrat und 4 Litern Verdünner. Das ergibt ungefähr 7,5 Liter, wenn man noch ein bisschen Verdünner übrig behält. In der Gallone sind ja etwa 3,75 Liter drin. Und wenn ich das mit der gleichen Menge Verdünner mische, kommen 7,5 Liter dabei raus. Und ich empfehle immer, man nimmt dazu zum Mischen so einen 10 Liter Eimer, gerne auch einen mit Ausgießer. Die kriegt ihr beispielsweise im Bau der Drogeriemarkt. Und dann wird die Plastidip-Gallone einfach aufgehebelt. Und da kann man sehen, das ist viel zu zähflüssig, um das eben mit einer Sprühpistole zu verarbeiten. Und deswegen verdünnen wir das Ganze jetzt 1:1 mit unserem Verdünner.
Ich rühre das Ganze noch kurz auf und dann geben wir das komplette Konzentrat 1 zu 1 in unseren Mixeimer. Man kann sehr schön sehen, dass das Konzentrat am Ende der Dose wirklich sehr zähflüssig ist und das bekommt man alles nicht wirklich raus. Und deswegen nehmen wir gleich den ersten Liter Verdünner und geben den schon mal direkt in die Galone, wo sich der Rest von dem Konzentrat noch befindet, und mischen das Ganze auf. Und da sieht man sehr schön, dass der Verdünner doch nochmal extrem viel auch aus der Galone rausgelöst hat. Und deswegen nehmen wir gleich den zweiten Liter und machen das Spiel nochmal von vorne. Also Verdünner auf, rein in die Galone, vernünftig durchrühren, dass man eben auch die Reste rausholen kann. Und dann geht das Ganze wieder in den Mischeimer. Und auch den dritten Liter von dem Verdünner, den gebe ich zuerst in die Galonendose, um da eben noch vernünftig alles rauszulösen, und erst dann kommt das Ganze in den Mischeimer und wird aufgerührt. Die vierte Dose von dem Verdünner kommt etwa zu 3/4 in die fertige Mischung rein. Warum? Damit wir auf ein 1:1 Verhältnis kommen. Wir haben jetzt etwa 3,75, 3,8 Liter Plastidip und wir geben nochmal die gleiche Menge eben für Dünner hinzu. Das heißt, in der letzten Flasche bleibt ein bisschen was über. Das könnt ihr beispielsweise nehmen, entweder zum Reinigen vom Werkzeug oder eben auch zur Vorbereitung auf dem Auto. Dann wird das Ganze jetzt vernünftig 2-3 Minuten durchgerührt. Mit dem Holzlöffel dauert das ein bisschen länger als beispielsweise mit so einem elektronischen Rührkorb. Wichtig ist aber, dass ihr euch die Zeit nehmt, das vernünftig zu durchrühren. Und was man hier sehr gut sehen kann, ist, dass das Plastidip nachher deutlich dünnflüssiger durch den Verdünner wird. Es hat so eine Konsistenz etwa wie so ein Olivenöl. Nicht ganz so dünnflüssig wie der reine Verdünner, aber eben schon deutlich dünner als das konzentrierte Plastidip. Und das ist dann die sprühfertige Mischung, mit der wir auch direkt aufs Auto gehen können. Ich würde euch empfehlen, ihr nehmt dann die leere Galone und gebt dann wiederum die Hälfte von eurem Material dahin zurück. Ihr könnt es darin verschließen und es trocknet nicht aus und ihr habt dann keinen Zeitdruck und könnt in Ruhe mit der anderen Hälfte vom Material schon die ersten 1-2 Schichten auf euer Auto aufbringen. Wenn zum Schluss was übrig bleibt, könnt ihr das eben auch in andere Gebinde geben. Wichtig ist, dass das Ganze vernünftig luftdicht verschlossen bleibt, weil Plastik trocknet ansonsten sehr schnell aus. Dann könnt ihr es halt nicht mehr verarbeiten. Und das war es eigentlich auch schon. Mehr müsst ihr gar nicht machen, um eine vernünftige, sprühfertige Mischung Plastidip zu erzielen. Also eine Konzentratgalone, die richtige Menge Verdünner, das Ganze in ein Gefäß geben, alles durchmischen und dann könnt ihr auch loslegen mit Arbeiten. Ich verlinke euch mal hier oben ein Video. Ich habe mal ein Video gemacht, komplett von A bis Z, von der Autovorbereitung bis zum Abziehen, da ist alles drin. Jetzt wisst ihr auch, wie ihr eine vernünftige, sprühfertige Mischung machen könnt. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Like dafür da lasst und abonniert gerne den Kanal, dann erhaltet ihr noch viel mehr Infos rund um Plastidip. Vielen Dank und bis bald.